Hallo, ich bin Ralf Pautlitz vom Autohaus Burmeister und möchte euch heute mal einen Neuzugang vorstellen. Wir haben hier heute mal ein bisschen was Schnuckliges, und zwar ein Ford Puma in der Ausstattung ST-Line X. Dieses Fahrzeug ist eine Tagesverlassung aus Januar 2022, hat nichts gelaufen. Ist ausgestattet mit einem 1 Liter EcoBoost Motor, 92 kW, 125 PS. Mit Mildhybrid-Technik, das heißt also auch sparsam. Beim ST-Line X haben wir schön das schwarze Wabengitter in der Front, auch im unteren Bereich. Wir haben dann gegenüber der normalen Serie auch den Bereich, wo die Nebelscheinwerfer sitzen, mit diesen schwarzen Applikationen, ein bisschen peppiger gemacht. Parkdistanzkontroll vorne. Wie gesagt, LED-Scheinwerfer, und wenn wir diese weiße Pracht mal von der Seite auf uns wirken lassen. Wir haben hier Kontrastfarbe Schwarz im Dach, wir haben Kontrastfarbe Schwarz in den Spiegelkappen. Wir finden auch dieses Spiel mit Hell und Dunkel in den schicken Leichtmetallfelgen und auch in den anders gestalteten Seitenschwellern. Wenn wir uns dann die Scheiben angucken mit Wärmeschutzverglasung und der zusätzlichen Eintönung im hinteren Bereich, unterstreicht es noch so ein bisschen diesen sportlichen Touch vom ST-Line. Also hell-dunkel. Richtiger Eyecatcher, ich finde den richtig klasse und poppig. Ja, wenn wir uns dann das Heck angucken, haben wir auch dort den Edelstahl-Schalldämpfer. Das Fahrzeug hat auch Parkdistanzkontrolle im hinteren Bereich und verfügt auch über eine Rückfahrkamera. Wenn wir uns den Laderaum anschauen, der kann ein klein wenig zaubern. Und zwar haben wir jetzt hier die klassische normale Höhe. Wenn wir die Rücksitzlehne umklappen, um den Frachtraum zu vergrößern, haben wir eine glatte Fläche. Wir können den Boden auch eine Etage tiefer legen, wenn wir mehr Volumen brauchen. Wenn wir ihn nicht brauchen, stellen wir ihn einfach beiseite oder lassen ihn zu Hause. Und dann hat das Auto hier unten noch die Megabox mit 80 Litern. Hier allerdings etwas eingeschränkt, weil dieses Auto mit einem Ersatzrad ausgestattet ist. Findet man nicht unbedingt bei jedem Puma, ist aber eine feine Geschichte. Ja, die Details zu diesem Auto findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr könnt das auch gerne bei uns auf der Homepage nachlesen. Ihr könnt uns gerne auf YouTube folgen, wenn euch weitere Angebote unseres Hauses interessieren. Folgt uns da gerne, wird uns freuen. Wenn euch irgendwas wirklich gut gefallen hat, schickt uns einfach mal ein Like. Wir freuen uns darüber. Und jetzt kommt mal mit rein. Wir schauen uns mal die Details drinnen von diesem Fahrzeug an. Ja, wir befinden uns jetzt in diesem schönen ST-Line X. Das Auto ist ausgestattet mit elektrischen Außenspiegeln. Die sind verstellbar, beheizbar. Die lassen sich auch anklappen elektrisch. Wir haben elektrische Fensterheber. Wir haben ein flottes digitales Cockpit, das auch dementsprechend umprogrammiert werden kann, weil bei diesem Fahrzeug können wir verschiedene Fahrprofile, das heißt rutschige Straße, ökonomisch oder sportlich oder normal einstellen. Dementsprechend passt sich dann der Bildschirm an. Wir haben einen Spurhalteassistenten, wir haben Lederlenkrad unten abgeflacht, schön mit roten Ziernähten, Multifunktion. Bedienung für Geschwindigkeitsregelanlage, Bordcomputer, Radio, Freisprecheinrichtung. Alles von hier aus machbar. Hände am Lenkrad, Blick auf die Straße. Hier oben haben wir unseren Monitor. Darüber läuft dann die Rückfahrkamera, das Navigationssystem bzw. meine Konnektivität und meine Grundeinstellungen, die ich vornehmen möchte. Wir haben ein Sichtpaket mit dem Regensensor und automatisch abblendbaren Innenspiegel, Klimaautomatik. Ist alles da. Ladeschale zum induktiven Laden, 6-Gang-Schaltgetriebe. Ja, wir haben dann auch dadurch, dass wir Sensoren vorne und hinten haben bei diesem Auto, selbstlenkende Systeme zum Ein- und Ausparken, Ablagemöglichkeiten, Handschuhfachtüren, Mittelkonsole, Armlehne, alles vorhanden. Die Schaltmanschette, Handbremshebel und die Sitze, die sind in Leder. Hier haben wir in den Sitzen Teilleder mit roten Ziernähten alles. Sportlich gestaltet, schöner Seitenhalt. Und was man bei diesem Auto unbedingt auch erwähnen muss, nicht nur, dass er eine erhöhte Sitzposition hat und bequem zum Ein- und Aussteigen ist, dieses Auto ist auch ausgestattet mit einer Bang & Olufsen Soundanlage. Also das ist schon ein Hörerlebnis in so einem Auto. Ja, und ich lade euch recht herzlich ein, das Auto bei uns bei einer Probefahrt persönlich zu erleben. Wenn ihr Fragen habt, wir sind gerne für euch da. Ruft uns einfach an. Vielen Dank.
Ja, für den Moment bleibt mir nur, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Es hat mich gefreut, dass ihr uns auf YouTube besucht habt und euch das Video angeschaut habt. Ihr seht hier auf der Seite meine Kontaktdaten, wenn ihr weitere Informationen wünscht, euch das Auto gefallen hat. Dinge, die man jetzt sicherlich in so einem Video in der Kürze der Zeit nicht darstellen kann, würde es mich freuen, wenn ihr mich anruft. Wir sind gerne bereit, Fragen zu beantworten und euch weitere Dinge zu erklären, weil unser Ziel ist es, dass der Kunde zufrieden ist. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ihr seid herzlich eingeladen, uns weiter zu folgen. Ihr könnt gerne unseren Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet, dass ihr dementsprechend weitere Videos von uns sehen könnt und bekommt. Ja, ansonsten für den Moment, wie gesagt, vielen Dank und alles Gute.